Hallo liebe Leute, ich bin der Callcenter Crusher mit dem heutigen Sonntagsvideo, das zum Wochenende etwas länger ausfällt. Auch diesmal leider geprägt von Inkompetenz, Desinteresse und miserablen Sprachkenntnissen. Viel Spaß mit den drei Anrufen und ihr kennt es ja schon, nach dem Intro geht's los. Ja, hallo. Hallo. Ich spreche mit Jochen Stegmüller. Ja. Guten Tag, mein Name ist Matthias Steinberg. Ich bin persönlicher Spezialist aus Target Capital Company. Und ich sehe Ihre Bewerbung an unserer Internetseite, Trading-Seite. Ich möchte Ihnen fragen, sind Sie schon interessiert? Natürlich. Ja, gut. Und wissen Sie schon etwas über Trading-Bereich? Sehr wenig. Ja, okay, machen Sie überhaupt keine Sorgen. Ich kann Sie ein bisschen erzählen, um Sie eigentlich Vorstellung haben, okay? Ja, aber warum sollte ich mir denn Sorgen machen? Weil Sie nicht so viel wissen. Ich das meine. Ach, und deswegen hat man automatisch Sorgen? Okay, nee, habe ich nicht. Okay, entschuldige. Okay, 88 unserer Patienten-Kunden haben keine Erfahrung im Bereich Handel. Und das liegt daran, dass unser Unternehmen eine Reihe von Dienstleistungen für Anfänger anbietet, wie zum Beispiel einen Finanzberater. Ein Finanzberater ist eine Person, die über Erfahrung verfügt, Erfahrung im Bereich Handel von 10 bis 15 Jahren. Er gibt Ihnen eine Reihe von Anweisungen zum Kauf und Verkauf, sodass es keinen Verlust gibt. Verstehen Sie, ja? Ja, verstehe ich. Ja, gut. Nun ja, auch der Finanzberater wird mit Ihnen einen neuen Termin vereinbaren, damit er in Ihrer Freizeit Bildungskurse sich für Sie durchführen kann. Okay. Ja, Bildungskurse? Was heißt das? Ja, er erzählt über verschiedene Projekte und verschiedene Seiten über Investitionen, um sie bessere Vorstellung haben. Eigentlich können sie zum Beispiel Auto wählen oder verschiedene Medikamente, was sie wollen. Okay? Mhm. Ja gut, aber Trading hatte ich mir eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. Weil ich wollte gerne mein Geld ja investieren und Sie sollen das Geld vermehren. Ich möchte nicht lernen. Dazu habe ich keine Zeit. Ja, natürlich. Sie müssen mit Finanzberater das nur ein- oder zweimal besprochen und dann er macht das selbst. Nur wenn er eigentlich Fragen für sich haben, kann er diese Fragen stellen. Und als Sie mit ihm einverstanden sind, können Sie einfach Geld verdienen und keine Sorgen dafür machen, okay? Ja gut, wenn da Fragen sind, okay, dann verbinden Sie mich mal mit dem Finanzberater, bitte. Ja gut. Der Handel erfolgt in vier Bereichen. Aber jetzt haben wir eine großartige Geschäftsstrategie, da wir mit Tesla handeln. Kennen Sie Tesla? Die Automarke? Ja gut, wunderbar. Tesla baut jetzt ein neues Auto, das bald auf den Markt kommen wird. Außerdem baut es eine elektrische Batterie, die 8 Tage lang ohne Aufladung mit unbegrenzten Kilometern funktioniert. Diese Batterie befindet sich derzeit im Bau und der aktive Kurs ist gering, aber wenn er auftaucht, werden alle seine Kurse zusammen mit den Tesla-Aktien steigen. Und die Tesla-Währung wird ungewöhnlich steigen. Jetzt alle unsere Kunden daran und machen sehr große Gewinne. Mhm. Ein Moment. Hashtag Müller, können Sie mir bitte sagen, arbeiten Sie? Ja, natürlich. Ich bin Geschäftsführer einer Firma. Super gut. Und können Sie mir bitte sagen, was ist Ihr Handelsziel, ein Projekt aufbauen oder einfach Geld verdienen? Geld generieren. Ja, gut.
Und welchen Betrag möchten Sie pro Monat erreichen? Möglichst viel. Zum Beispiel 700 oder 1000 Euro, ja? Das kommt ja darauf an, wie gut Sie arbeiten. Ich, ja, natürlich. Nach oben ist die Summe offen. Sowohl bei mir als auch bei Ihnen sicherlich. Ja, natürlich. Ich verstehe, ja. Und welchen Betrag haben Sie jetzt pro Monat? Wie, welchen Betrag ich habe? Ich sagte doch, ich bin selbstständig, ich bin Geschäftsführer einer Firma. Da gibt es keinen festen Betrag, kein festes Gehalt. Okay. Und gibt es... ja, okay. Sie erhalten einen Betrag und dann haben Sie ein Freigeld. Und können was, Sie mir was, bitte was sagen... Bitte, was? Das habe ich nicht verstanden. Was ist ein Freigeld? Freigeld, die Sie leicht verschwenden können, zum Beispiel etwas kaufen oder... Das ist kein Freigeld. Ich bin selbstständig als Firmenleiter in einer Firma, als in einer Tischlereifirma, Möbelbaufirma. Und da gibt es kein festes Gehalt. Und das, was ich mir aus der Firma entnehme, ist mein Geld. Und das ist unterschiedlich. Ja, okay. Wir können nur diesen Betrag verbessern und wir können das leicht erreichen. Sagen Sie mir bitte, mit welchem Betrag Sie mit dem Handel beginnen möchten. Ja, das kommt ja immer darauf an. Welche Gewinnchancen bieten Sie mir denn? Wir haben drei Möglichkeiten. 250 Euro. Ich habe gefragt, wie ist der durchschnittliche Gewinn Ihrer Kunden? Ja, ich erzähle das weiter. Wir haben drei Möglichkeiten. 250 Euro, 500 Euro und 1000 Euro. Und das ist unterschiedlich. Natürlich, wir können zum Beispiel 500 Euro machen und jeden Tag können Sie etwa 50 oder 60 Euro gewinnen und jeden Tag gewinnen Sie diese 50, 60 Euro und pro Monat kann das gut etwa 1000 oder 1500 sein. Ja, aber der prozentuale Gewinnsatz ist doch egal, wie viel Geld man einsetzt. Das ist ja der prozentuale Gewinnsatz. Das hat ja nichts von der eingezahlten Menge zu tun. Wie viel Geld können Sie zum Beispiel aus 250 Euro machen innerhalb eines Monats? Im ersten Monat können wir etwa 700 oder 800 machen. Okay, was heißt erstes? Jeden Monat? Ja, natürlich. Ja, weil Sie sagten erstes Monat. Okay, also... Erstens Monat, ich meine, dass als Sie dieses Geld nicht zurückmachen, können wir diese Dienstleistung nur weiter und nur größer machen. Ja, natürlich. Ich will ja langfristig investieren. Ich will langfristig investieren, ich will Ihnen Geld überweisen und Sie machen aus meinem Geld mehr Geld. Langfristig. Ja, natürlich. Das ist mein Ziel. Und das können Sie machen, das können Sie liefern. 700 Euro pro Monat Gewinn. Ich habe schon gesagt, etwa 700 oder 800. Ja, Gewinn oder... Gesamtsumme. Ja. Ja, was denn? Gewinn oder Gesamtsumme? Gewinn. Ah, okay, gut. Okay, gut. Okay, und Sie möchten mit 250 anfangen, ja? Ja, natürlich, weil ich denke mal, ich will
Aus viel Geld kann man ja immer leicht mehr Geld machen, aber ich möchte Sie natürlich genauso testen, wie Sie mir die Möglichkeit geben zu testen. Das heißt, ich möchte sehen, wie viel Sie aus 250 € machen können. Und dann lasse ich Ja, das okay, ich laufen und verstehe Sie dann natürlich. sehen wir, dann sprechen wir in einem Monat nochmal, wie viel Sie da gemacht haben. Und dann kann ich aus meiner Firma bei Bedarf noch mehr Geld abziehen. Ich habe so gedacht, grundsätzlich in der Menge zwischen 10.000 und 20.000 € zu investieren, je nachdem, wie gut Sie arbeiten. Ja, okay, ich verstehe, natürlich. Ja. Und sagen Sie mir bitte, welchen Geist werden Sie verwenden? Zum Beispiel Visa-Karte oder Mastercard? Geist nennen Sie das? Nein, Geist. Ich überweise aus meiner Firma direkt per SEPA-Überweisung. Okay, mit Bankkonto, ja? Ja, natürlich. Ja, okay. Ja, okay. Geben Sie mir bitte eine Minute. Ja. Ja, okay, ich jetzt warte auf Daten und ich möchte nur ein paar Fragen an Sie stellen. Wie zum Beispiel, haben Sie WhatsApp? Nein, als Firmeninhaber ist es mir untersagt, WhatsApp zu nutzen, da das nicht den Datenschutzrichtlinien entspricht. Ja, okay. Und ich muss diese Daten eher schicken und kann ich das per E-Mail machen? Das können Sie. Welche E-Mail-Adresse haben Sie von mir? Fournier, Verleihme, docweb.di, ja? Folierverleihmal at web.de. Ja, ist richtig. Ja, okay. Jetzt schreibe ich Ihnen eine Hallo per E-Mail. Einen Moment. Wie war Ihr Name noch gleich, bitte? Mein Ma Name ist Matthias Steinberg. Ah ja, danke. Okay. Ja, ich habe eine gute Tat geschickt. Und jetzt ich warte auf meine Handelskonto unserer Daten, wo sie die Bezahlung machen. Und als wir warten, habe ich noch ein paar Fragen. Natürlich, wie alt sind Sie? Ich bin 57. Ja, aber ich kann verstehen, dass ich vermute, dass Sie für Ihre Stimme etwa 30 sind. Nee, das sicher nicht, aber danke für das Lob. Ja, okay. Einen Moment. Jetzt können Sie bitte sagen, in welcher Stadt leben Sie? Wie, in welchen Stadt? Ist das In wichtig für welcher Sie? Stadt? Ja, in Braunlage. Okay. Braunlage. Und noch einmal nicht so gute Frage, aber haben Sie zum Beispiel Kredite oder something like that? Können wir uns auf eine Sprache einigen? Ich spreche Deutsch. Ja, entschuldige, meine Kollege jetzt schicke Sie eine Information. Einen Moment. Ja, meine Kollege hat gesagt, dass wir brauchen Ihre Adresse und Postanzahl, um unsere Daten zu schicken. Das ist kein Problem. Meinen Namen haben Sie. Meine Ja. Adresse ist am Haselhof 2 in Entschuldige, wiederholen bitte. am Haselhof 2
in 38700 Braunlage. Kauflaufe 2, 337. Am Hasselhof 2. Ja, okay, 2 und dann 337. Nein, 38700. Sie sprechen nicht so gut Deutsch, oder? Nein, ich verstehe Sie. Ja. Ja, Sie sagen immer falsche Zahlen, Sie hören gar nicht richtig zu. Hallo? Hallo, ist Ihr Telefon kaputt? Ja, ich höre Sie. Nein, wir haben nicht so gute Verbindung, aber ich höre Sie, ja. Ja, okay. Ja, jetzt ist das Telefon wieder kaputt. Ich höre Sie gar nicht mehr. Was ist denn los bei Ihnen mit Ihrem Telefon? Nein. Wir haben nicht so gute Verbindung. Und können Sie mir bitte an meine E-Mail schicken, Ihre Adresse, weil ich nicht so gut Sie verstanden habe. Ja, kann ich auch machen. Ja, vielen Dank. Ach, ist das kompliziert bei Ihnen. Als Sie mit mir nicht reden möchten, ich kann meine Kollege... Nein, es ist kompliziert bei Ihnen. Das sagte ich. Mehr sagte ich doch nicht. Okay. So, E-Mail ist raus. Ja, danke. Ja, super gut. Danke schon. Ihr Telefon ist wieder ruhig. Was ist denn bei Ihnen los? Nein. Dauernd hört man keine Hintergeräusche, das muss doch am Telefon liegen. Nein, ich bin hier. Ja, aber warum hört man plötzlich keine Hintergrundgeräusche, die vorher sehr störend waren? Schalten Sie sich stumm oder was? Nein. Ich spreche mit meiner... Ja, dann schalten Sie Ihr Telefon zwischendurch aus oder was? Das ist sehr unfreundlich. Entschuldige, ich spreche mit meinem Kollegen und jetzt schicke ich alle unsere Daten Ihnen per E-Mail und er hilft mich, um diese alle Daten zu schreiben. Und ich möchte Sie nicht stören, ja? Ja gut, aber störender ist es, wenn Sie Ihr Telefon stumm schalten. Das ist sehr unfreundlich. Entschuldige. Und bitte pusten Sie nicht so in den Telefonhörer. Danke. Ja, entschuldige. Ja, und natürlich nach der Bezahlung, ich brauche eine Foto oder eine Screenshot, um meine Kollegen können das alles überprüfen, ja? Mhm. Ja, gut, danke. Das ist ja kein Problem. Aber erstmal, ich habe ja noch gar keine Überweisungsdaten. Ihre Firma war Tangent Capital, richtig? Ja, natürlich. Okay. Wenn Sie irgendwelche Fragen, können Sie mir diese Frage stellen und ich kann Sie antworten. Was mich interessiert ist natürlich, ja, das war ja im Endeffekt, was ich bei Ihnen verdienen kann. Das war meine wichtige Frage. Ja. Ja. Das war für mich wichtig.
Und können Sie mir bitte sagen, meine Kollegen fragen mich, wie viel Zeit brauchen Sie für diese Bezahlung? Das werde ich jetzt in die Buchhaltung geben, wenn ich die Daten dann irgendwann habe. Und dann muss die Buchhaltung das erledigen. Ja, okay. Das frage meine Hauptkollege. Ist es so wichtig, dass Sie auf die Sekunde genau wissen, wann ich das Geld überweise? Nein, ich warte. Ich habe viel Zeit. Ja, gut, aber ich habe ja noch gar keine Bankdaten von Ihnen bekommen. Wie soll ich denn dann was... Sie fragen, wann ich das Geld überweise, obwohl Sie mir noch keine Bankdaten geschickt haben. Einen Moment, ich habe alles geschickt. Nee. Jetzt kommt was an. Ja, ich höre. So. Ich sehe, ja. Wer ist denn Accountname Elisabeth Ehrenhofer? Wer ist denn das? Das bin nicht ich. Das ist unser Hauptmanager, die Geld bekommen und dann an Airshot ihre. Einen Moment. An ihr Konto das noch einmal bitte? Geben, ja? Ich hab's, das habe ich nicht verstanden. Ja, einen Moment. Sie erhält das Geld und überweist auf ihr Konto. Nee, ich wollte doch das Geld auf ihr Konto überweisen, nicht auf das Konto von jemand anders. Sie müssen mir doch ihre Bankadresse nennen und nicht von jemand anders. Ja, ich verstehe. Ja. Und das ist unser Hauptmanager, die dieses Geld natürlich erhält und bekommen. Nee, ich will jetzt nicht an den Hauptmanager, sondern an Ihre Firma überweisen. Ja, natürlich, das ist unsere Firma. Ja, okay, wenn es Ihre Firma ist, aber Accountname ist ja was anderes. Und apropos Account, ich brauche ja dann natürlich auch die Zugangsdaten zu meinem Account. Ja, okay, ich werde mit meinem Kollege das nachfragen, okay? Ja, das ist ja wichtig. Und ich frag mich gerade, wissen Sie eigentlich, was da geschrieben steht? Wenn ich sehe, Verwendungszwecks, private Transfer, können Sie kein Deutsch schreiben? Private, was ist private? Entschuldige, ich habe das eine Falle gemacht. Ja. Na gut, also in jedem Fall brauche ich natürlich die Einlogdaten für mein Trading-Konto dann. Ja. Einen Moment, ich frage meine Kollegen und komm zurück, okay? Ja. Kann ich mein Mikrofon abschalten, um Sie nicht zu stören? Ja, ist in Ordnung. Ja, ich habe meine Hauptmanager gefragt. Das ist unsere CEO. Das ist unsere Hauptmanager, mit denen Sie reden können. Und alle Fragen, wenn Sie haben, Sie können auch Sie stellen. Und Sie können leichter ihre Geld zu kontrollieren und alle, das ist besser und sie können das fast machen. Bitte was? Das habe ich nicht verstanden. Das? Fast machen? Was heißt fast machen? Sie können das leichter und einfacher machen. Ja, aber dazu brauche ich doch erstmal die Zugangsdaten zu meinem Handelskonto.
Ja, okay. Und wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, kann ich Sie unsere Internetseite schicken und auch unsere Lizenzen. Ja, genau, das können Sie alles schicken. Die Zugangsdaten, Ja, Ihre okay. Internetseite, und meinetwegen auch Ihre Ja. Lizenz. Das können Sie Ja, ja einen Moment. alles in einer E-Mail verpacken. Ja, ich habe unsere Internetseite und unsere Lizenzen geschickt. Noch ist nichts angekommen. Ja. Ich warte. Und die Zugangsdaten haben Sie sicherlich mitgeschickt. Entschuldige, Zugang? Die Zugangsdaten zu meinem Trading-Account. Ja, einen Moment. Haben Sie das nicht mitgeschickt? Nein, ich habe das nicht gehört, entschuldige. Ich schicke noch einmal. Oh mein Gott, so, das hab ich doch ganz klar gesagt. Wir haben nicht so gute Verbindung und ich kann nicht alles hören. Ja, Augenblick mal. Ihre Internetseite ist doch Tangent Capital. Ja. Und jetzt steht hier, unsere Internetseite wäre Deutsche Private Equity Limited. Das ist ja was ganz anderes. Nein, das ist unser Unternehmen. Nee, das Unternehmen ist target-capital.org. Punkt Pro. Ja, und das ist unsere Internetseite. Ja, tangentcapital.pro ist Ihre Internetseite. Okay, mein Moment. Ja, ich stelle diese Frage für meinen Hauptmanager und können ich noch einmal meine Mikro abschalten? Ja, ist in Ordnung. Ja, noch einmal hallo. Ich habe meinen Hauptmanager gefragt und er hat gesagt, dass dieser Link ist richtig. Und Welcher Link ist als sie richtig? dieser Link, das ich geschickt habe, das ist unser Tangent Capital Company. Und als Sie irgendwelche Fragen haben, kann ich meine Kollegen aus anderen Sätze fragen und er kann alle diese Fragen antworten, okay? Ja, dann die Frage, weil das sind ja nur zwei verschiedene Geschichten. Target Capital Pro und Deutsche Private Equity. Das sind zwei unterschiedliche Webseiten. Ja, okay. Jetzt rufe ich meine Kollegen und er geht in einer Minute, okay? Ja. Gut. Ja, hallo, das ist Ja, Matthias hallo. Steinberg. Ja. Ja, schönen guten Tag. Ja, ich habe mit meinem Kollegen telefoniert, ja. Und er hat Ihnen meine Nummer geschickt, ne? Sie sind jetzt Matthias Steinberg. Wie bitte? Sie sind jetzt Matthias Steinberg? Ah, wo ist er? Ich habe gefragt, ob Sie Matthias Steinberg sind. Sie haben sich gerade als Matthias Ach Steinberg nein. vorgestellt. Nein, wir haben mit Matthias Steinberg telefoniert und ich bin Waldemar Wolf, ja. Ich Ja. bin ein Finanzjournalist und er bat, dass ich mit Ihnen telefoniere, weil Sie ja Fragen haben, ja. Ja, natürlich. Und Sie können mir die Frage stellen, ja. Ja, gut. Also, Ihre Firma ist tangent-capital.pro. Und jetzt in der E-Mail haben Sie mir geschrieben, Ihre Internetseite wäre deutscheprivateequity.limited.
Das sind ja zwei verschiedene Webseiten. Das kann ja nicht stimmen. Ja, genau. Weil Ja, wir hatten ja richtig, es früher kann nicht Travis stimmen. Capital Website, ja. Und das ist eine deutsche Website. Ja. Wir haben verschiedene Filiale in Welches ist eine Switzerland, deutsche auch also. Webseite? Also diese Webseite ist auf Deutsch, deswegen heißt das deutsche private Quality. Ja, aber es Aber ist wir haben keine auch deutsche Travis Capital, Webseite. also die ist. Es ist aber keine deutsche Webseite. Aber da steht alles auf Deutsch. Ja, das ist ja. Alles ist auf Deutsch geschrieben Ja, und wir gut, aber haben auch eine Travis Capital Webseite. es ist aber eine andere Webseite. Wenn man tangentcapital.pro ist, dann kann man die auch in Deutsch darstellen. Und Sie haben jetzt Ja, eine komplett andere weil. Webseite genannt. Nein, wir sind aus London, ja, und wir haben verschiedene Filiale, ja, in Ja. Deutschland, auch in Schweizerland, in Österreich, Ja, das hat und ja deswegen damit. haben wir die deutsche Webseite, Deutsch Private Equity. Aber die Hauptwebseite ist Tangent Capital, ja, und die Lizenz ist auch Tangent Capital. Ja, Nee, so ist das. das stimmt, nee, da stimmt ja irgendwas Das nicht. alles ist offiziell, ja, und in der Lizenz ist ja auch Lizenznummer, ja, das können Sie auch prüfen, wenn Sie wollen. Die Lizenznummer, wo sind Sie denn lizenziert? Ja, hier steht Lizenznummer. Mein Kollege hat ihn geschickt, ne? Nee, hat er Ja, nicht geschickt. 1456573. Nein, hat er nicht geschickt. Der hat ihn geschrieben, unsere Internetseite und auch unsere Lizenz. Ja, hier Nee, unten nee. steht auch unsere Lizenz. Die können Sie Ach, ansehen. nee. Sehen Sie, oder? Nein. Da steht nur unsere Sehen Sie nicht? Lizenzen und da steht nichts mehr drunter. Da steht keine Nummer drunter. Steht nichts. Okay, dann schicke ich noch mal. Okay, warten Sie. Und bei wem Warten sind Sie Sie. lizenziert? Jetzt warten Sie. Ich schicke gerade eine Lizenz. Jetzt warten Sie ein bisschen, ja? Ja. Ja, haben Sie das jetzt erhalten, oder? Nein. Noch nicht. Sie haben da So. aber geschickt. Ja, es dauert ja einen Augenblick. So. Da ist Ja, wieder haben Sie erhalten? keine Lizenznummer dabei. Das ist dieselbe nochmal. Unsere Internetseite steht da. Matthias Steinberg schrieb. Und dann unsere Internetseite ist es. Und unsere Lizenzen. Und da steht keine Nummer. Ja, okay, dann schicke ich eine neue E-Mail. Ja, ganz neu. Jetzt warten Sie. Und nochmal die So. Frage, wo sind Sie lizenziert? Wo sind wir lizenziert? Ja. Ja, in London. Ja, das weiß ich ja nicht. Ich habe ja keine Nummer. Wo denn in London? Wo denn in London? Ja. Ja, auf Baker Street. Wo in London? Bei welcher Registrierungsbehörde sind Sie lizenziert? Registrierungsbörse. Jetzt muss ich ja das nachgucken. Ja, warten Sie. Ach, wissen Sie nicht, wo Sie lizenziert haben? Also, Wer ist der ja, Lizenzgeber? ich bin der Finanzanalyst, ja. Und Ich dann weiß trade man mit sowas den nicht. unseren Kunden. Jetzt warten Sie. Ich dachte, Sie wollen über Trading Ja, Fragen natürlich, stellen, das gehört ja. doch dazu. Wenn Sie mir sagen, Sie schicken mir Ihre Lizenz und da steht keine Nummer und da steht nicht, wer sie lizenziert, warum schicken Sie mir dann Ihre Lizenznummer? Wenn Sie sie gar nicht reinschreiben. Also, okay. Ich schicke Sie noch einmal Lizenz. Wir gucken alles nach, ja. Genau. Jetzt haben Sie erhalten eine neue E-Mail Ich von gucke Matthias gerade. Steinberg. Kein Betreff. Na? Und da ist Immer noch nur nicht? ein Anhang drin. Das ist ja kein Lizenz, das ist ja nur ein PDF. Wo sind Sie denn lizenziert? Wo sind Sie lizenziert? Also ich frage jetzt bei dem Hauptmanager, ja. Ich bin der Finanzanalyst und ich trade mit den Kunden, ja. Ja, Warten Sie ein gut. bisschen, ja. Ich komme leider. Ja, also wir sind ja von FCA lizenziert. Okay, gut, okay. Dann sagen Sie mir mal die Lizenznummer bei der FCA.
Lizenznummer. Ja. Ja, okay. 1, 4, 5, 6, 5, 5, 7, 3. 1, 6, nee, 1, 1, 4, 5, 6, 5 und dann? 5, 7, 3. Also, ich wiederhole. 1, 4, 5, 6, 5, 7, 3. Richtig? Ja, ja, nein, nein, nein. 1, 4, 5, 6, 5, 5, 7, 3. Okay, dann fehlt eine 5. Okay. Ja, genau. Dann schauen wir doch mal. Ja, okay, schauen Sie ja. Ja. Oh, nee. Wird gar nicht gefunden bei der FCA. Keine gefunden? Nein, keine. Keine da. Unfortunately, we didn't find any results matching your search time. Mhm. Das heißt, Sie haben keine Lizenz. Ja. Sind ja, Sie einfach ein Betrüger? Auch geschickt. Wir sind keine Betrüger. Ja, eine Lizenz haben Sie nicht bei der FCA. Die Nummer, die Sie mir gegeben haben, ist nicht bei der... Ich habe aber die Zahlen gesagt. Ja, aber die wird ja, nicht gefunden. Ja, nein, das ist ja falsch. Mhm. Die FCA findet diese Nummer gar nicht. Sie können... Also, ich wiederhole die Nummer nochmal. 1, 4, 5... 1, 4, 5... Ich wiederhole. 5, 5, ich... 5. Hallo, hallo? Ich ja, wiederhole. Ja, wiederholen Sie. Wiederholen vergleichen. Sie, ja. 1, 4, 5, 6, 5, 5, 7, 3. Ja, genau. Ja, nee, die gibt's nicht bei der FCA. Und die Nummer ist nicht lizenziert, ja? Richtig, die ist nicht lizenziert. Das heißt, Sie sind eine Betrügerfirma. Aber warum denn nicht? Ja, das weiß ich nicht. Sie sind keine Betrügerfirma. Ja, nee, offensichtlich schon. Sie geben mir eine Lizenznummer, die gar nicht vergeben ist bei der FCA. Sie sind einfach nur eine Betrügerfirma. Dann muss ich ja fragen bei einem Haus, warum ist es... Ja, dann fragen Sie mal nach, warum das nicht ist. Genau, fragen ja, Sie mal okay, nach. Ich frage gerade. Okay. Ja, also ich habe jetzt alles angegeben. Und da gab es das... Wir haben ja Lizenz, offizielle Lizenz von FCE. Ja, unter welcher Nummer? Ja, dasselbe Nummer. Nee, ist nicht. Sie machen was falsch, glaube ich. Nein, ich mache genau das Richtige. Ich bin auf der Webseite der FCA, wo man diese Nummern überprüfen kann. Und Sie haben, diese Nummer ist nicht lizenziert. Ja, ich habe jetzt auch überprüft, aber das ist ja... Ja, ich habe es überprüft, bei der FCA selber. Financial Conduct Authority. Genau, da habe ich es überprüft. Und wenn die ihre Lizenznummer nicht kennen und sagen, dass sie nicht lizenziert sind, dann ist das so. Was ihnen ihr Chef erzählt oder so, das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass die FCA ihre Lizenz kennt und die FCA kennt ihre Lizenz nicht. Ja, aber bei mir alles klappt auf der FCA-Webseite. Nee, bei mir nicht. Bei Ihnen nicht klappt das. Ja, kann ich Ihnen genau sagen. Ja, vielleicht, weil sie in Deutschland leben, ja, ich bin auch aus England. Ja, das spielt, das hat keine Rolle. Weltweit kann man diese Nummern überprüfen bei der FCA. Und sagen Sie mir mal die Webseite, bei der Sie überprüfen, bei der FCA. Sagen Sie mal die URL. fca.org.uk. Das ist die Webseite, der genaue Link, wo Sie es überprüfen. Warten Sie ein bisschen. Also ich habe jetzt ja mit Hauptmann gesprochen, ne? Und er hat gesagt, dass wir sind ja doch ja lizenziert und die Nummer ist doch auch FCA. Ja, und wenn Sie ja uns nicht glauben, dann ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, kann ich Ihnen genau sagen. Sie sind nicht lizenziert. Ihre Firma wechselt von Target Capital zu einer anderen Firma. Sie sind eine Betrügerfirma. Nein, ich habe schon gesagt, wir haben eine englische Webseite, Tangent Capital, und auch eine deutsche. Ja, nee, nein, das ist Quatsch, das ist Blödsinn. Deutsch, man kann eine Seite auf verschiedene... Sie können mich gerne ausreden lassen, aber das, was Sie sagen, ist Blödsinn. Sie lügen einfach nur. Sie lügen einfach nur.
Weiß ich nicht, warum Sie so meinen. Ja, das habe ich Ihnen mehrfach gesagt. Man kann Ihre Webseite tangentcapital.pro hat auch eine deutsche Sprache. Und wenn Sie glauben, Sie zahlen das Geld ein, ja, und dann sind Sie verschwunden oder was? Was also, Sie bitte? Erhalten auf jeden Fall einen Finanzanalyst. Ja, natürlich. Also, natürlich werde ich bei Ihnen. Euro ein, ja? Ja, Sie lassen mich ja schon nicht ausreden. Sie lassen mich ja schon überhaupt nicht ausreden. Oder? Das ist typisch Betrüger, Sie ja? Nicht ja, 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 ja. Auf jeden Fall natürlich, einen, natürlich. Einen Sie reden, Sie lassen mich gar nicht zu Wort kommen, ganz klar. Das kann nur ein Betrüger sein. Das kann nur ein Betrüger sein. Sie können Ihre Tangent Capital Pro. Ja, ja, doch, wenn Sie mich. Sie lassen mich ja schon wieder nicht ausreden. Warum lassen Sie mich nicht ausreden? Ist das so Ihr Kundenservice? So gehen Sie mit Kunden um? Jetzt können Sie antworten. Nein, weil Sie glauben uns nicht. Ja, natürlich, logisch. Was soll ich denn anderes. Was? Nein, das stimmt bestimmt nicht. Ich habe es gerade überprüft bei der FCA. Es gibt keine Lizenz unter der Nummer. Es gibt sie nicht. Jedermann auf der ganzen Welt kann diese Nummer überprüfen. Bei der FCA. Sagen Sie mir doch nochmal, wo genau Sie den Link zu der URL, wo Sie das überprüfen können. Den ganzen Link. Buchstabieren Sie mal. Und können Sie mir denn ein Screenshot schicken von der, was Sie da angegeben haben? Haben Sie vielleicht falsch angegeben? Ich frage erstmal, können Sie mir jetzt mal. Können Sie mir jetzt mal Ihren Link schicken? Oder sagen? Link von FCA. Den genauen Link, wo Sie das überprüfen. Von vorne bis hinten. Ja, okay. Ja, jetzt mache ich das. Ja, dann los. Okay. Ich warte. Hab jetzt geschickt. Sagen, sprechen, sprechen. Sagen, vorlesen. Sie haben mir gesagt, ich kann Ihnen auch schicken, diese Link, ja? Per E-Mail. Haben Sie geschickt? Nee, das ist nicht der ganze Link. Das ist nur der Link zur FCA allgemein. Den ganzen Link, wo Sie das überprüfen, sagte ich. Sie verstehen kein Deutsch, ne? Ich verstehe Deutsch, ja. Ja. Und was ist daran nicht zu verstehen? Buchstabieren Sie den ganzen Link, wo Sie das überprüfen können. Wo wir das überprüfen können, ja, das verstehe ich, ja, genau. Ja, dann sagen wo Sie mir. Wo ich das eingegeben habe auf der Webseite, ja. Genau, den ganzen Link. Mhm. Buchstabieren Sie mal. Ja, okay, jetzt warten Sie. Ja, buchstabieren, reden, sprechen. Ich werde das lieber schicken per E-Mail. Nee, das, nein, ach, also Sie haben mir schon so viele E-Mails geschickt, die nicht funktioniert haben, weil irgendein Müll drin stand. Hm. Jetzt machen wir es mal schneller. Buchstabieren Sie einfach mal den Link. Buchstabieren werde ich, ich werde das schicken, ja. Also nein, Sie sollen es buchstabieren. Ja? Sie haben. Mein Gott, sind Sie peinlich. Da werde ich eine halbe Stunde buchstabieren, oder? Ja, uns ist scheißegal. Also ich kann diesen Link in einer Minute buchstabieren. Das ist zu lange, Link, ja? Nee, so lang ist der gar nicht. So lang ist der gar nicht. Was für ein Buchstabe ich das und so. So lang ist der Link gar nicht. Ja, okay. Also, fangen wir an, oder nicht? Sie glauben uns nicht, ja? Ja, ich weiß, dass Sie ein Betrüger sind. Ihre Lizenz ist nicht echt. Also. Ja, ich weiß, dass ja, okay, Sie ein Betrüger sind. Ja, wenn Sie handeln nicht können. Wenn Sie handeln nicht können. Ich wusste von Anfang an, dass Sie ein Betrüger sind. Ich habe Ihnen nur fürchterlich viel Zeit gestohlen. Weil in der Zeit können Sie keinen anderen, in dieser Zeit können Sie niemanden anders betrügen. Und bei YouTube wird man sich köstlich darüber amüsieren. Ich bin ein Betrüger, richtig, bin ich. Ich betrüge nur Betrüger. Und Sie sind ein Betrüger. Also. Möchten Sie noch irgendjemanden grüßen? Ihre Eltern zum Beispiel, die so stolz sind, dass Sie ein Betrüger sind? Wollen Sie die grüßen? Ich bin doch kein Betrüger. Doch, natürlich. Habe ich Ihnen mehrfach bewiesen. Doch. Doch, genau. Kannst du beweisen, dass es anders da ist? Du willst es ja nicht mal beweisen, oder? Du kannst es nicht beweisen, dass du kein Betrüger bist.
Aber Sie können auch nicht beweisen, dass ich Betrüger bin. Doch, das kann ich. Doch, kann ich. Das haben wir schon mehrfach bewiesen. Ganz YouTube wird sich darüber freuen, dass wir Ihre Seite wieder bloßgestellt haben. Vielmehr, du hast gerade bewiesen, dass du Betrüger bist. Aber du kannst jetzt auch nicht das Gegenteil beweisen. Oder willst du das Gegenteil beweisen? Du willst es ja noch nicht mal beweisen, oder? Dann sind sie auch Betrüger, ja. Ja, wir richtig, wir betrügen Betrüger. Genau, Betrüger wie sie. Nein. Deinesgleichen, ja. Genau. Das ist schönen Tag noch, ja. Ja, ja, YouTube wird sich freuen. Schlechten Tag für sie. Schönen Tag noch. Ja. Ciao, ciao. Ciao. Hallo? Hey, hallo, guten Tag. Guten Tag. Ja, hallo, guten Tag. Herr Justus Freimuth? Ja. Ja, Herr Freimuth, ich rufe Sie wegen Ihrer Registration. Ich heiße Simon Divinic und ich bin Ihr persönlicher Anwalt. Wie ist Ihr Name? Sie reden sehr schnell. Ja, bitte, mein Herr. Ich heiße Simon Divinic. Divinic. Ich bin Ihr persönlicher... Ja, ja. Hallo, Herr Divinic. Ja, guten Tag, mein Herr. Sie haben sich auf der Internetseite registriert. Ich habe mich auf mehreren Internetseiten registriert. Ja, mein Herr, hier steht das Bitcoin Profit Way. Ja, ist richtig. Aber da habe ich gerade schon mal jemand angerufen und das war ein Betrüger. Sind Sie auch ein Betrüger oder sind Sie kein Betrüger? Nein, nein, mein Herr. Ich bin kein Betrüger. Sie haben sich mit unserer Werbungen registriert haben. Und ich wollte fragen, schon ob Sie haben Erfahrung auf dem Finanzmarkt, auf der Handelsplattform oder ist das Ihr erstes Mal? Das ist mein erstes Mal, aber ich habe mich ein wenig informiert. Okay, mein Herr, dann ich kann Ihnen ganz kurz informieren und deutlich, ja. Wir sind eine Handelsplattform, die sowohl dem Verkäufer als auch dem Käufer einen Vermögenswert bietet. Was bitte? Ich habe das nicht verstanden. Sprechen Sie bitte deutlich und nicht so schnell. Ja, alles klar. Wir sind eine Handelsplattform, die sowohl dem Verkäufer als auch dem Käufer einen Vermögenswert bietet. Wir haben 4 verschiedene Märkte auf dem Finanzmarkt. Erster Markt bei uns, die Währung Forex. Hier sind die Austauschscheren. Die zweite Markt bei uns, der Aktienmarkt. Und hier sind die Anteile des Unternehmens. Die dritte Markt bei uns, die Waren. Und hier sind die natürlichen Ressourcen. Zum Beispiel, Sie können hier von der Bohnen, von der Kaffee, Kakao bis Rohöl, Erdgas, Goldwaren, Silber, Nickel, Baumwolle zu finden. Es gibt noch mehrere Möglichkeiten auch mit der Waren. Und der vierte Markt bei uns sind die Kryptowährungen, die sind die Digital Währungen. Und mein Herr, ich wollte Sie gerne fragen, was interessiert sich? Welcher Markt? Aktien würden mich interessieren. Aktien, ja, es ist eine gute Wahl. Ich kann noch so sagen, welche Dienstleistungen wir bieten für unsere Kunden an. Wir haben 3 Dienstleistungen. Erste und beste von unserer Seite Dienstleistung ist unser Finanzanalyst. Was er macht? Er macht technische Analyse und der fundamentale Analyst auch. Und der fundamentale Analyst ist seine Überlegenheit. Was der macht? Er bewertet für unsere Kunden Risiken und potenzielle Vorteile. Er beteiligt sich am Finanzmanagement und er wählt für den Kunden aus, wenn unsere Kunden möchten das. Ja, und Sie besprechen zum Beispiel mit unserem Finanzanalyst Ihre Ziele und wie Sie diese erreichen können während eines Anrufs. Und er ist am Anfang ganz kostenlos. Und was er nimmt? Er nimmt nur 10% des Einkommens des Kunden ein. Und was das bedeutet? Zum Beispiel, Sie bleiben in solchen Situationen mit unserem Finanzanalyst als ein Geschäftsführer, als ein Chef. Und unsere Finanzanalyst wird Ihre Mitarbeiter sein. Und die ganze Job für Sie macht er. Und Sie kriegen zum Beispiel schon Gewinn, Einkommen, zum Beispiel in einer Woche die ganze Job für Sie unsere Finanzanalyst gemacht hat und Sie haben schon 1000 Euro verdient. Sie geben ihm danach 10% von Ihrem Einkommen und 10% zum Beispiel von 1000 Euro. Es ist nur 100 Euro, aber für seinen ganzen Job. Aber bis dem Gewinn, Sie geben ihm kein 1 Euro, ja? Es ist ganz kostenlos bis Gewinn. Okay, das war unsere erste und beste Dienstleistung von unserer Seite. Wir haben noch 2. und 3. Dienstleistungen. 2. Dienstleistung bei uns. Der automatische Handelssystem. Das ist ein Bot. Vielleicht Sie kennen über ein Bot, ja. Und der macht nur technische Analyse. Mein Herr, hören Sie mich? Ja, natürlich. Ja, alles klar. Okay, das war unsere 2. Dienstleistung. Ein Bot, automatische Handelssystem.
Und wir haben noch dritte Dienstleistung von unserer Seite, Bildungsveranstaltungen. Die sind auch ganz kostenlos. Die Bildungsveranstaltungen zum Beispiel besonders für Anfänger geeignet. Und unsere Kunden können, wie sie möchten, zum Beispiel pro Woche einmal oder zweimal telefonisch, online so Bildungsveranstaltungen auch kriegen. Ist auch möglich. Zum Beispiel entscheiden Sie selber, zum Beispiel, welche Dienstleistung möchten Sie wählen, welche Depositformen. Wir haben so drei Depositformen bei uns. Erste Depositform ist 250 Euro, zweite Depositform 500 Euro und dritte Depositform ist 1000 Euro. Und wir geben noch von unserer Seite Bonus. Wir geben 50 Euro Bonus für die 250 Euro. Wir geben 100 Euro Bonus für die 500 Euro und wir geben noch 150 Euro Bonus für die 1000 Euro Deposit. Ja, das ist aber ein schlechter Tausch, weil 1000, ist das, 1000 ist das Doppelte von 500. Da müsste doch normalerweise, beim 500 haben sie 100 Euro Bonus, da müssten bei 1000 ja 200 Euro Bonus sein. Nein, mein Herr, wir geben per jeden Deposit 50 Euro mehr. Zum Beispiel. Wir geben ja, aber das ist doch unnötig. Da kann ich ja lieber zweimal mit 500 anfangen, anstatt einmal mit 1000. Ja, wenn Sie mit 1000 möchten Sie anfangen, dann ist es 150 Euro. Ja, eben. Aber rechnerisch ist es so, dass 500 gibt es 100 Euro Bonus. Bei 1000 gibt es nur 150. Rechnerisch müsste es ja dann 1000 Euro, 100 Euro, nein, 200 Euro Bonus geben. Und Sie bieten dann nur 150 Euro. Ist doch rechnerisch falsch. Aber warum? Zum Beispiel, wir geben mit jeder Depositform, wir geben mit jeder Depositform 50 Euro mehr Bonus. Ja, ja, aber es ist doch unlogisch. 50 Euro, 100 Euro und das, ja. Das ist doch ja, lass mich doch einfach mal ausreden. Warum fallen Sie mir eigentlich pausenlos ins Wort? Es ist sehr unfreundlich. Also, wenn... Ja, bitte. Warum? Also, 500 bieten 100 Euro Bonus. Das Doppelte muss dann ja auch den doppelten Bonus geben, sprich 200 Euro Bonus. Sie bieten nur... Okay, mein Herr. Aha. Okay, Sie wollten mir schon wieder ins Wort fallen. Ja, bitte. Ja, warum ist das so, dass Sie bei 1000 Euro Einzahlung nur 150 anbieten? Okay, mein Herr. Ich kann so sagen, ja. Wenn Sie möchten mit 1000 Euro anfangen, dann ich kann von unserem Hauptmanager fragen mal, wenn ist das möglich, können wir 200 Euro in Bonus geben? Dann ich kann nur so sagen, ja, wenn unsere Firma macht das für Sie, dann wir können das geben. Ich bin ein Account Manager und vor allem von meiner Seite ist es keine Firma, kein Problem, verstehen Sie mich? Hm. Wenn Sie möchten, sind Sie seriös, wenn Sie möchten zum Beispiel mit 1000 Euro anfangen, es ist keine Firma. Ich kann in ein paar Sekunden von unserem Hauptmanager fragen und in Bescheid geben? Ich habe mal eine Frage. Stellen Sie Ihren Kunden immer die Frage, ob Sie seriös sind? Wie gehen Sie denn mit Ihren Kunden um? Wie bitte? Wir haben die Kunden und wir arbeiten mit der ganzen Welt, mein Herr. Ich habe gerade eine Frage gestellt. Stellen Sie jedem Kunden die Frage, ob der Kunde seriös ist? So geht man. Aber warum haben Sie mich das denn gefragt? Ja, mein Herr, aber ich habe für die 1000 Euro zum Beispiel, Sie haben das gesagt, zum Beispiel für die 1000 Euro, warum wir geben nicht noch mehr Bonus? Und ich habe gesagt, wenn Sie möchten das echt machen, dann ich kann das fragen. Aber wenn Sie fragen das einfach so wie eine Frage, dann was kann ich sagen? Was kann ich tun? Fragen kann man ja nur fragen. Aber es ist schon komisch, wenn Sie mich als Kunde fragen, ob ich seriös bin. Sind Sie denn überhaupt seriös? Mein Herr, ich habe gefragt, für die 1000 Euro, wenn Sie möchten zum Beispiel, wenn Sie sich interessiert, 1000 Euro Depositform, dann ich kann für Sie fragen. Ja, das darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass Sie mich als Kunden fragen, ob ich seriös bin. Mein Herr, Sie müssen nicht, entschuldigen Sie mich bitte, aber es ist keine Unrespekt, ja? Doch, das ist sehr respektlos, tatsächlich. Wenn Sie können so finden, dann entschuldigen Sie mich bitte, aber es war doch keine respektlos, ja? Ich habe nur gefragt, wenn Sie möchten, dass wenn Sie zum Beispiel, wenn das interessiert sich, ja, ich kann so sagen auch, wenn das interessiert echt,
nicht. Ich kann so gleich fragen für Sie. Na gut, Problem, aber ich habe ja noch ein paar andere Fragen. Vor allem, welches ist denn Ihre Plattform? Unsere Plattform ist Deutsche Private Quiet Ltd. Bitte wie? Deutsche Private Quiet Ltd. Können Sie das mal buchstabieren, weil da habe ich mich nicht angemeldet. Aber es ist, Sie haben sich mit unserer Werbung angemeldet. Ja, aber mit da wusste ich ja nicht. Werbung? Ja, dann ich schaue mir gerne mal die Seite an. Können Sie mal buchstabieren, wie Ihre Plattform heißt? Mein Herr, ich kann auch so machen, ja. Es gibt auch die Möglichkeit und noch schneller und noch einfacher Möglichkeit. Das Schnellste und Einfachste ist einfach buchstabieren. Das geht am schnellsten. Ja, natürlich. D. Was? D wie Dora. Ja. E wie Eva. Ja. U wie Udo. Ja. Uwe. T wie Theodor. Ja. S wie Siegfried. Ja. C wie Cäsar. Keine Z, ja. Ja. Wie Cäsar. Okay. H wie Heinrich. Ja. E wie Eva. Ja. Und private danach, ja. P wie Peter. Ja. E wie Rodolf. Ja. I wie Ida. Ja. V wie Vater. Ja. A wie Amt. Anton. Anton, ja, es geht auch. Okay. T wie Theodor nochmal. Ja. Und E wie Eva. Ja. Q wie, es ist Q, ja? Q, ja. Was kann ich mit Q sagen, ja? Wie Quantum. Quatsch, ja, Quatsch. Oder Quatsch. Oder, ja, Q, Q. Okay, danach U wie Udo, nochmal Uwe. Also Q, danach, Q okay. Wie Q und U. Q, es ist Englisch Q, ja? Ja. Englisch Q. Ja? Keine G, es ist Q. Okay. Danach, nach dem U, es kommt wieder I, wie Ida. Ja. Danach T wie Theodor, nochmal. Ja. Und danach Y. Ja. Punkt. Punkt. L wie Leonardo da Vinci, L. Leonardo. Ja. T wie Theodor nochmal. Ja. Und D wie Dora. Okay, also Deutsche okay, Private Quitty. Ja, Quite Ltd, ja, es ist auch Englisch Quite Ltd. Ja. Nee, Quite nicht, also Quite wird ja anders geschrieben. Ja, Sie können auch Quitty sagen, es ist kein Thema, ja. Ja, Quite wird quite, anders ja. geschrieben. Ja, Quite wird, aber es ist, bei Quite ist ja noch ein E mit drin. Ja, mein Herr, ich kann auch so machen. Sie haben hier Ihre E-Mail-Adresse justusfreimuth@suden.de. Ist das die richtige E-Mail-Adresse? Ja. Ich kann Ihnen auch das gleich in per E-Mail schicken. Aber ich rufe jetzt erstmal Ihre Webseite auf, so. Nee, die wird schon nicht gefunden. Also schon stimmt schon irgendwas nicht. Also Deutsche Private und dann ja. Emil Q wie Quatsch, dann U wie Ulrich, ja. I wie Ida, T wie Theodor, ah. Y. Ja. Deutsche okay. Dann, Private aha. Equity oder Private Quitty. Ja. Ja, 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 ja. Quitty. Die wird nicht gefunden, die Seite. Haben Sie nicht gefunden? Ja, wird nicht gefunden. Der Browser findet die nicht. Es ist kein Thema. Ich schicke ihn auch per E-Mail. Ja, aber Webseite. Es wäre einfacher, schneller gewesen. Also, ja. Deutsche, ist klar. Private. Ja, private. Private. Ja, ja, private. Und dann ja. Q wie Quatsch. Quitty. Q wie Quatsch. Ja, ja, ja. U wie Ulrich. Aha. I wie Ida. Aha. T wie Theodor. Ja. Y. Y. Ja, natürlich, mein Herr. Ja, die Seite wird nicht gefunden. Punkt LTD. Dann, mein Herr, ich habe auch per E-Mail Ihnen das geschickt. Sie können einmal Ihre E-Mail öffnen in Inbox. Sie können unsere Webseite auch. Ja, dann dauert es jetzt ein bisschen, Thema, ja? Bis ich mich da einlogge. Ja, ist kein Thema.
Meine E-Mail-Adresse ist simondibnich@tangent-capital.pro. So, erstmal muss ich mich einloggen. Okay. Welche E-Mail-Adresse hat sie, Justus? Simon Divnich? Nein, meine E-Mail-Adresse. Ach, Ihre. Okay, alles klar. Es ist... Einen Moment bitte. So. Justus Freimuth. Ja. @sudan.de. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ja. Aber ich habe noch keine E-Mail bekommen von Ihnen. Vielleicht, das dauert ein paar Sekunden. Nö, ist nichts da. Ich hab's aktualisiert. Wann haben Sie die geschickt? Wir haben aktualisiert, ja? Ja. Ja, ich hab schon geschickt, ja. Schicken Sie nochmal. Es ist kein Thema. Ich kann das nochmal schicken. Ich mache das nochmal. Alles klar. So. So, und nochmal Ihre E-Mail-Adresse. justusfreimuth@sudan.de. Ja, ist richtig. Ja, so. Ich habe noch meine geschickt, mein Herr. Sie können. Vielleicht haben Sie schon gekriegt. Nee, habe ich nicht gekriegt. Sehr interessant. Könnten Sie bitte noch mal aktualisieren, mein Herr? Ich aktualisiere. Ist immer noch nichts da. Ich habe schon zweimal geschickt, ja? Ja, ist aber immer noch nichts dran. Mein Herr, wenn Sie haben Sie ein WhatsApp? Nein, habe ich nicht. Wenn Sie ein WhatsApp haben, dann ich kann das auch per WhatsApp schicken, ist kein Thema. Aber ich habe ja, ich sagte ja gerade, dass ich kein WhatsApp habe. Ja, aber ich habe gesagt, ja, vielleicht Sie haben in einem Laptop WhatsApp auch, es geht, oder im PC. Das kann auch möglich sein, ja. Ja, aber ich sagte bereits, dass ich kein WhatsApp habe. Ja, mein Herr, dann entschuldigen Sie mich bitte. Ja, genau, ich aber behilflich sein. Ja, ja gut, aber so, dass die ich E-Mail, wie haben Sie meine E-Mail? Wie haben Sie meine E-Mail-Adresse? Ich bin genug nett, ja, ich glaube. Wie haben Sie denn meine E-Mail-Adresse geschrieben? Okay, Ihre E-Mail-Adresse, Justus. Ja. Ja, buchstabieren Sie mal, weil noch ist nichts da. Okay, mein Herr, aber Justus Frei, Justus ist es wie Ihr Name. Wie Sie haben Sie geschrieben, ja? Ja, richtig. Sie haben selber registriert mit dem Vorname und dem Nachname, okay? Richtig. Vorname ist Justus, Sie wissen Ihren Namen, ja? Natürlich. Ich muss das wiederholen nochmal, ja? Ihre Mutter oder Vater, Sie haben zu Sie Ihren Namen gegeben, ja? Es ist, Sie sind genug schon... Ich kenne meinen Namen schon, wir müssen nicht darüber diskutieren. Wir müssen nicht darüber... Lassen Sie mich doch einfach ausreden. Buchstabieren Sie doch einfach meinen Namen. Vielleicht haben Sie irgendetwas falsch geschrieben. Sie, okay, mein Herr. Sie haben sich so registriert. Justus. J als Justus. U wie Udo. S wie Siegfried. T wie Theodor. U wie Ulrich. S wie Siegfried nochmal. Ist das richtig? Das ist erstmal richtig. Wow, super, Mann. Okay, danach Nachname. Freimuth. Und... F wie Friedrich, E wie Rodolf, E wie Eva, I wie Ida, M wie Momo, U wie Udo, T wie Theodor, H wie Heinrich. Ist richtig. Ist das alles richtig? Ja. Ja, super, mein Herr, super, perfekt. Okay, und danach möchten Sie auch wie zum Beispiel. Ja, Ed ist klar, ist schon klar. Danach sudan.de, ja? Ist genau. Das richtig? Siegfried, ja, Udo, super. Deodor, Dora, Emil, Richard, Nordpol.de. Nochmal bitte, können Sie es wieder sudan. Sie haben Theodor, danach Dora gesagt? Nein, Siegfried, okay. Udo, aha. Dora, Emil, ja. Richard, aha. Nordpol.de. Ja. Ja, mein Herr, es ist die richtige E-Mail-Adresse. Ja. Und ich habe per gleiche E-Mail-Adresse zweimal unsere Internetseite, unsere Webseite Ihnen geschickt. Ja, und trotzdem kommt nichts bei mir an. Ja, mein Herr, dann vielleicht Sie haben schlechte Internetverbindung. Nein, ich habe perfekte Internetverbindung. Dann, das macht mich sehr glücklich, mein Herr. Und
aber es ist sehr offensichtlich können Sie keine E-Mails verschicken, weil ich keine E-Mails empfangen. Es ist, haben Sie vielleicht Spam? Vielleicht, dass es im Spam... Natürlich, aber da ist nichts drin. Okay, es ist sehr interessant. Ja, okay, da haben Sie ein Problem mit Ihrem E-Mail-Server. Mit unserem E-Mail-Server, es gibt kein Problem, weil offensichtlich heute, ich habe heute schon mit vielen Kunden schon gesprochen und viele E-Mails auch geschrieben und bei mir das alles funktioniert. Ja, komischerweise bei mir kommt jetzt keine E-Mail an. Und ich kriege von anderen Leuten, kriege ich E-Mail-Adressen oder kriege ich E-Mails. Nur von Ihnen nicht. Meine E-Mail, ja. Und ich kann Ihnen so sagen, wir haben noch andere Möglichkeiten. Es geht auch per WhatsApp, es geht auch per Telegram, wenn Sie möchten. Nee. Es ist auch möglich. Nein, ist es nicht. Ich habe weder WhatsApp, noch habe ich Telegram. Haben Sie Telegram? Ich habe nicht verstanden. Ja, Sie verstehen sehr schlecht. Nein, ich habe kein WhatsApp und ich habe auch kein Telegram. Auch kein Telegram. Okay, mein Herr, dann was kann ich tun für Sie? Ja, Sie können mir die E-Mail schicken. Nee, es ist gar nicht... Okay. Sie müssen mich nicht dauernd unterbrechen. Es ist fürchterlich unhöflich, mich dauernd zu unterbrechen. Also, ich habe immer noch keine E-Mail bekommen. Folglich haben Sie ein Problem. Ich habe andere E-Mails bekommen. Aber von Ihnen keine. Simon Divnich, ja? Simon Divnich. Ja, es ist gar keine E-Mail da bekommen in den letzten 10 Minuten. Es ist sehr interessant. Dann geben Sie bitte mir ein paar Sekunden. Ich frage mal von dem Sicherheitssystem, was passiert. Geben Sie bitte mir eine Minute, okay, mein Herr? Natürlich. Ich frage mal, okay. Okay, mein Herr. Ja. Ja. Herr Freimuth. Mein Herr, ich habe schon mit unserem Sicherheitssystem schon gesprochen und bei uns, von unserer Seite, alles in Ordnung. Nee, offensichtlich nicht. Schon, ja, von unserer Seite, es war schon fertig. Und mein Herr, ich wollte fragen, möchten Sie danach weiter etwas machen, dann wir können das machen. Ja, natürlich, ich warte immer noch auf die E-Mail. Weil Sie haben ja, Sie unterbrechen mich schon wieder. Sie sind nicht in der Lage, Ihre E-Mail an Ihre Webseite zu buchstabieren. Sie können mir keine E-Mail schicken. Was ist los mit Ihrer Firma? Mein Herr, ich habe schon das buchstabiert ein paar Mal und ich habe. Aber die Seite gibt es nicht im Internet. Mein Herr, es ist unmöglich. Ich mache das ist auch bei mir im PC. Es geht. Nein, tut es nicht. Deutsche Private Quitty. Ja. Die gibt es nicht, die Seite. Gibt es nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist sehr interessant, ja. Ich mache das, ich öffne. Ich habe das geöffnet und bei mir das geht. Nein, das geht nicht. Das wird auch bei Ihnen nicht. Sie wollen mich sicherlich, wollen Sie einen Spaß machen mit mir. Sie nennen mir eine Webseite, die es nicht gibt. Mein Herr. Es ist wirklich geht und ich habe schon. Nein, es geht nicht. Ich bin doch drauf. Es gibt keine Webseite Deutsche Private Quitty. Okay, könnte es auch wieder mal mich hören? Ja, natürlich. Erzählen Sie weiter. Okay, mein Herr. Dann ich kann nur so sagen, ja. Ich habe schon zweimal per E-Mail unsere Webadresse, unsere Internetseite schon. Ich habe das geschickt, mein Herr. Zweimal, ja. Wenn Sie kriegen das nicht, vielleicht es gibt eine, ich weiß nicht, Problem mit dieser Verbindung. Oder Sie müssen das nochmal zumachen, Ihre Internetseite, und danach nochmal das öffnen, Ihre E-Mail. Und nochmal gucken in Inbox, was kann ich noch tun für Sie? Oh, jetzt kommt gerade eine E-Mail, aber nicht von Ihnen. Jetzt kommt gerade eine E-Mail, aber die kommt nicht von ihm. Also meine E-Mail funktioniert. Dann einen Moment bitte. Aber was gibt es mit der E-Mail-Adresse? Was? Wie heißt die E-Mail-Adresse? Haben Sie die... Das ist eine private E-Mail-Adresse. Das geht Sie ja nichts an, von wem ich private E-Mail-Adressen bekomme. Aber haben Sie die, einen Link erhalten? Haben Sie einen Link gekriegt oder was? Ich sagte, das ist eine private E-Mail-Adresse. Da kriege ich keinen Link darauf, sondern ich kommuniziere über diese E-Mail-Adresse. Aha. Alles klar. Es ist sehr interessant, mein Herr. Oh, aber von meiner Seite, was ist möglich?
Ich habe schon alles gemacht. Nee, Sie haben nichts gemacht. Und Sie können ja nicht mal Ihre, Sie können ja noch nicht mal Ihre Plattform buchstabieren. Ich habe schon buchstabiert. Ja, die, nein, Name die wird nicht Vorname gefunden. Die gibt, gibt es nicht im Internet, die Seite. Mein Herr, es ist, Sie sind bei uns, bei mir, ja. Sie sind nicht bei mir erster Kunde und nicht Sie, Sie sind nicht letzter Kunde, ja, mein Herr. Und ich habe schon genug, mit genug Kunden gesprochen und alles geht von unserer Seite, alles funktioniert. Wir haben nee, auch es funktioniert E-Mail, wir haben nicht. Auch WhatsApp, alles geht. Ja, das funktioniert aber es ist nicht. Ihre Meinung, mein Herr. Es na, ist Ihre Meinung, Sie können mit Ihrer Meinung so glücklich sein, es ist kein Thema, von unserer Seite auch kein Thema, ja. Ich kann nur etwas glücklicher für ihn so. Bitte? Nur wünschen, ja. Was kann ich sagen? Okay, dann erzählen Sie mir doch erstmal ein bisschen was über, vielleicht kommt die E-Mail ja noch, dann erzählen Sie doch mal ein bisschen was über Ihre Firma. Wo ist der Sitz dieser Firma? Ja, wir sind unsere Hauptgebäude in London. In London? Aber wir haben, ja, aber wir arbeiten mit dem Deutschland, Österreich, Schweiz über unsere österreichische Filiale. Mhm, okay. Und bei uns, die Verbindung geht über unsere österreichische Filiale. Okay, das heißt, Sie sind ein Finanzdienstleister, richtig? Wie bitte? Ich habe nicht genug gehört. Ja, Sie sind ein Finanzdienstleister mit Sitz in London. Wir sind zwischen dem Aktienmarkt und Kunden. Wir sind auf der Handelsplattform und wir sind zum Beispiel, wenn unsere Kunden... Hallo, nicht so viel reden. Ein einfaches Ja hätte mir gereicht. Dann sind Sie also ein Finanzdienstleister. Ja oder nein? Wir sind eine Handelsplattform. Dann sind Sie automatisch ein Finanzdienstleister. Sie verstehen das Wort gar nicht. Es gibt auch Finanzanalyse bei uns, ja? Ja, aber Ihre Firma ist ein Finanzdienstleister. Eine Plattform muss immer ein Finanzdienstleister sein. Sie verstehen das Wort gar nicht, oder? Ja, mein Herr. Wir helfen für die Kunden. Sind Sie ein Finanzdienstleister oder nicht? Das war meine Frage. Wir sind eine Finanzdienstleister. Ah, jetzt haben wir das. Prima. Und Sie sind in London. Ja, wir sind in London. Und wo sind Sie reguliert in London? In Charlestonstraße 17. Nein, bei wem, bei welcher Behörde Sie reguliert sind? Unsere Firma ist Deutsche Private Quite Ltd. Welche Behörde Sie reguliert sind, habe ich gefragt. Sie verstehen gar kein Deutsch. Was reguliert? Was? Ich habe gefragt, bei welcher Behörde Sie reguliert sind. Falls Sie es auf Englisch besser verstehen, Regulation. Aber was muss uns regulieren, ja? Wir sind eine... Sie sind ein Finanzdienstleister, Sie müssen reguliert sein. Haben Sie eine Lizenz? Ja, natürlich, mein Herr. Bei wem haben Sie die Lizenz? Ja, wir haben auch... Bei wem? FCA. Okay, FCA. Ja, jetzt haben wir es doch. Gut, prima. War so schwer? Ja. FCA, okay. Dann nennen Sie mir bitte mal die ID, bei der Sie bei der FCA reguliert sind. Was, ID meinen Sie? Richtig, Ihre Lizenz-ID. Ja, aber ich kann nicht so teilen. Doch, ja? natürlich müssen Sie sogar. Das ist eine öffentliche Information. Das ist eine öffentliche Information. Ich habe schon per E-Mail unsere Internetseite geschickt. Ja, aber die E-Mail kommt ja nicht an. Ja, aber was Probleme gibt es von meiner Seite? Nichts. Ich habe meinen Job sehr gut gemacht. Und also wollen Sie mir Ihre ID nicht nennen? Aber ich kann nicht so buchstabieren für Sie. Doch, natürlich können Sie. Die ID, das sind 6 Zahlen. Ja, aber ich kann nicht so sagen, ja. Was, Sie können keine 6 Zahlen sagen? Nein, ich kann nicht. Ich habe keine solche so Rekommendation. Sie haben keine solche so? Was ist denn das? Was können Sie denn nicht? Sie können keine 6 Zahlen nennen? Mein Herr, wenn Sie möchten das machen, wir können Ihnen helfen. Ja, sagen Sie mir einfach die Lizenznummer. Ja, okay. Ich kann das nicht sagen. Verstehen Sie mich oder nein? Ja, Sie können also keine Zahlen nennen. Sie haben also keine Lizenz. Okay. Dann sind Sie also auch ein Betrüger. Okay, ich kann mal von unserem Hauptmanager nochmal fragen,
wenn es das geht, ich kann Ihnen das sagen, aber ich bin nicht frei, so, ich kann nicht so alle Informationen auch die, alle Leute geben. Ja? Das müssen Sie sogar, wenn Sie ein legales Unternehmen sind mit einer Lizenz, dann müssen Sie das sogar, lassen Sie mich ausreden. Lassen Sie mich ausreden! Wenn Sie legale Firma sind. Ja. Was ist los mit Ihnen? Sie sind also doch ein Betrüger? Mit mir alles in Ordnung, aber mit Ihnen. Ich. Hören Sie doch auf zu stottern. Ordnung, ja? Warum stottern Sie denn so? Ja, bitte. Sind Sie schon nervös? Was passiert? Sind Sie schon nervös? Sie sind genug nervös. Ich lache Sie aus, Sie sind ein dummer Betrüger. Sie sind ein dummer Betrüger. Ja. Ja, gut, dass Sie es zugegeben haben. Sie sind also ein Betrüger. Vielleicht Sie haben keine Family. Vielleicht Sie haben... Ach ja, natürlich. Jetzt kommt wieder die Geschichte. Bla bla bla. Sie sind ein Betrüger. Sie sind einfach nur ein dummer Betrüger. Ein völlig dummer Betrüger, den ich auslache. Sie sind völlig dumm. Ich lache Sie aus, weil Sie so fürchterlich dämlich sind. Ich denke, Sie sind ein Esel, ja? Ja, so geht man mit Kunden um, genau. Das beweist, dass Sie ein Betrüger sind. Genau. Ja, Sie beweisen so, schön, dass Sie ein Betrüger sind. Ist richtig. Ist ist klar. Aber es freut mich, jetzt habe ich wieder lustigen Content für YouTube. Sie werden sich auf YouTube hören. Sie stottern ja schon wieder so. Warum stottern Sie denn so? Warum stottern Sie? Einen schönen Tag noch. Ja, tschüss, Betrüger. Nach diesem lustigen Kerlchen mal einige Worte zur Aufklärung. Seine Webseite hat er Deutsche Private Equity genannt. Buchstabiert hat er sie mit Deutsche Private Quitty. Er hat also ein E zwischen dem zweiten und dritten Wort vergessen. So konnte ich natürlich keine Webseite finden. Die Mails sind bis heute nicht angekommen, obwohl mein Mailkonto funktioniert. Er hat einfach keine E-Mail an mich versendet. Der erste Anruf und dieser zweite Anruf waren im Abstand von einem Monat. Und auch der nun folgende dritte Anruf war einen Monat später. Viel Spaß mit dem letzten Kurzanruf und danke, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Video, euer Callcenter Crusher. Ja, bitte? Hallo? Ist da jemand? Ja, Entschuldigung. Hallo? Ich spreche mit Herrn Sterbmüller, ja? Sterbmüller nicht. Stegmüller ist mein Name. Aber Stegmüller, okay, Entschuldigung. Mein Name ist Julia Huber. Sie haben sich also bei uns registriert. In einer Diskothek? In einer Diskothek habe ich mich nicht registriert. Sehr laut bei Ihnen. Auf unsere Trading-Plattform, habe ich gesagt. Warum ist es so laut wie in einer Diskothek? Ist das lustig? Okay. So. Meine Frage war, was ist daran lustig? Nein. Was nein? Meine Frage war, was ist daran lustig? Nichts ist lustig. Warum haben Sie dann gelacht? Ich habe was mich erinnert. Entschuldigung. Ach, und das war lustig. Okay, und was wollen Sie jetzt? Ja, ich bin Account Manager und ich bin hier, also mit Ihnen, Ihr persönliches Account zu öffnen und Ihre Fragen zu beantworten. Ja, okay. Welche Plattform sind Sie dann? Erste Frage. So, das ist Trading-Plattform. Also, vielleicht wissen Sie Forex, Aktien. Hallo, ich habe gefragt, welche Plattform sind Sie? Heißt Ihre Firma Trading-Plattform? Welche Plattform? Verstehen Sie Deutsch? Ja. Ja, warum antworten Sie dann nicht? Ich habe gefragt, welche Trading-Plattform? Oder heißt Ihre Firma Trading-Plattform? So, das ist Deutsche Private. Bitte Deutsche was? Private Equity. Der Name ist Deutsche Private Equity.
Ah ja, okay. Gut, dann .de oder was? Entschuldigung? Nö, das entschuldige ich nicht. Sie verstehen gar kein Deutsch.